Was für eine Nacht. Schaurig schön. Mit Vollmond und allem, was dazugehört. Und das hier, das gehört auch dazu. Spukgeschichten. Ja. So, hier zum Beispiel. Ja, hier. Die Blutsauger von Bärstadt. So. Ja. Es war einmal eine Zeit, wo die Menschen in Bärstadt in großer Furcht lebten. Über der Stadt lag nämlich die Bärstadtburg, ein finsteres Gemäuer, von dem es hieß, dass Vampire dort hausen würden. Tagsüber schliefen sie in ihrer dunklen Gruft. Doch wenn es Nacht wurde, erwachten sie und flogen in der Gestalt von Fledermäusen hinunter ins Tal, um den Menschen das Blut auszusaugen. In der Nacht und besonders bei Vollmond vernagelten die Bärstädter Bürger deshalb ihre Türen. War noch was? Moment mal, das. Ja. Der schlimmste und blutrünstigste der Bärstädter Blutsauger war der fürchterliche Graf Dracula. Logisch. Er pflegte in Vollmondnächten immer dreimal an die Tür seiner Opfer zu pocken. Für einen Moment dachte ich, ich hätte da wen gesehen. Naja. Unsinn, Vampire gibt's nicht. Ist doch nur ausgedacht. Gibt's doch nicht. Und wenn, die würden doch nicht klopfen. Vampire gibt's nicht. Nein. Die gibt's doch nicht. Vampire gibt's nicht. Oh! Ah! Aua! Aua! Meine Nase! Ja? So eine Gemeinheit! Die Stimme kenne ich doch. Der Herr Paschulke. Herr Lustig, ich habe bei Ihnen noch Licht gesehen und da dachte ich mir, ich könnte Sie gleich fragen, ob Sie morgen Abend mitgehen zum Tanz der Vampire auf der Bärstädter Zitadelle. Hier, lesen Sie mal. Tanz der Vampire. Das große Fest der Nachtgestalten. Ach, ein Kostümfest? Ja, was denken Sie denn? Ein herrliches, grausliches, schauriges Kostümfest. Ja. Und deshalb habe ich auf dem Dachboden mein altes Vampirkostüm hervorgeholt. Ja. Und damit werde ich mich dann morgen unter meine geflügelten Artgenossen mischen. Ja. Ha, sehen Sie mal, ein geflügelter Artgenosse. Was, ein Vampir? Ja. Nee, eine Fledermaus. Oh. Ja. Noch eine. Sind eine Menge unterwegs heute Abend. Ich gehe dann lieber. Diese Flatterviecher waren mir schon immer unheimlich. Der richtigen Fledermaus wäre das nicht passiert, Herr Paschulke. Die können nämlich im Dunkeln sehen. Tja, weiß man ja. Diese Flattermänner gehen erst in der Dämmerung auf die Jagd. Und dann die ganze Nacht hindurch, auch im Stockfinstern. Und dabei fliegen sie so schnell und elegant, dass sogar Schwalben neidisch werden können. Wie machen sie das? Naja, früher dachte man, sie hätten magische Zauberkräfte oder irgendeinen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen. Jedenfalls konnte man sich die Sache nicht erklären. Und deshalb hatte die arme Fledermaus schon mal einen ganz schlechten Ruf. Nun, so vor 250 Jahren lebte der Bischof von Padua, der Herr Spallanzani. Der glaubte zwar an den Teufel, nicht aber an die teuflischen Kräfte der Fledermaus. Er wollte der Sache naturwissenschaftlich auf den Grund gehen und spannte im stockdunklen Dachstuhl Fäden auf, mit Glöckchen dran. Und ließ dazwischen Fledermäuse fliegen. Tja, die kurften nun elegant um die Fäden und stießen nirgends an. Was für scharfe Augen müssen diese Tiere haben, dachte sich der Herr Spallanzani und pappte den Tierchen kleine Deckelchen auf die Augen. Jetzt würden sie doch blind durch die Gegend torkeln, dachte er. Aber nein. Auch ohne irgendwas zu sehen, flogen die Fledertiere elegant und mühelos um jeden Faden und um jedes Hindernis herum. Unerklärlich. Und noch was, erkannte der Bischof. Fledermäuse können sogar Insekten fangen, ohne sie zu sehen. Tja, dann blieb nur noch eine Erklärung. Die Flattermänner hören ihre Umgebung. Also strickte unser Forscher den Fledermäusen Ohrenschützer. Jetzt konnten sie nichts mehr hören. Und tatsächlich, sie konnten auch nicht mehr so fliegen wie früher.
Es war eine Katastrophe. Aber seitdem weiß man, Fledermäuse sehen mit den Ohren. Tja, wie machen sie das? Inzwischen hat man es rausgekriegt. Wenn Fledermäuse so mit geöffnetem Maul fliegen, schreien sie dabei. Wir hören es nur nicht, weil die Töne zu hoch sind. Es ist Ultraschall. Und es sind Peilsignale. Diese Signale werden nun wie alle anderen Schallwellen auch reflektiert. Von den Wänden oder von irgendwelchen Hindernissen. Es gibt also ein Echo. Und das ist der Trick. Die Fledermaus hört das Echo. Das kommt ja ein bisschen verspätet an. Und ihr Gehirn berechnet dann blitzschnell, wie weit das Hindernis entfernt ist. Oder wo es ist. Und sogar, was es ist. Sie hören ihre Umgebung. Und deshalb haben einige Fledermäuse auch so riesige Radarohren. Die Hufeisennasen, die leben hier bei uns, haben sich sogar eine Art Megafon auf der Nase ausgedacht für noch stärkere Peilsignale. Tja, also mit dem Teufel im Bunde sind sie also nicht, die Fledermäuse. Nur eben sehr trickreich. Was ist los mitten in der Nacht? Nicht schon wieder ein Vampir, oder? Herr Lustig, Sie müssen mir helfen. Ich werde verfolgt. Hey, was? Von wem? Ein Vampir, ein echter, in meinem Schlafzimmer. Er hängt in meiner Gardine. Hier, sehen Sie mal. Sieht das nicht aus wie eine Bisswunde? Nee. Blödsinn. Vampire gibt's nicht. Aber gut, ich komme. Machen Sie schnell, Herr Lustig. Ja. Herr Lustig! Ja. Hier im Schlafzimmer. Hier, da hängt der Vampir. Och Gottchen. Eine Fledermaus. Ja. Hängt mit dem Kopf nach unten und schläft. Niedlich. Das sagen Sie so. Hier, lesen Sie mal. Ja. Echte Vampire in Bärstadt. Der Bärstädter Fledermausverein hat anlässlich des Sommerfestes Tanz der Vampire in der alten Zitadelle eine exotische Tierschau eröffnet. Gezeigt werden lebendige, blutsaugende Vampirfledermäuse. Es gibt sie also wirklich. Blutsaugende Vampire. Und ich wette mit Ihnen, einer von denen ist entflohen und hängt jetzt an meiner Gardine. Also ich traue diesem Biest nicht. Ja. Moment, hier ist noch eine Telefonnummer von diesem Fledermausverein. Ja, da kann ich doch mal anrufen, ob denen eine fehlt. Ne? Tun Sie das. Ich sehe inzwischen in der Küche nach, ob ich noch Knoblauch habe. Für alle Fälle. Ach, gut. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ihr könntet euch doch inzwischen eine kleine Geschichte angucken. Hm? Von einem ganz besonderen Vampir. Ja. Hoch oben in den kahlen Bergen, da wohnten die von Splitterstein. Sie schliefen tags in ihren Särgen und fürchteten den Sonnenschein. Doch nachts, wenn Dunkel sie umgab, dann flogen sie ins Tal hinab. Und war ein Mensch nicht auf der Hut, dann bissen sie und saugten Blut. 5 Söhne hatten die Vampire und alle waren kalt wie sie. Doch auch ein Mädchen war das ihre und dieses, das hieß Valerie. Valerie von Splitterstein wollte anders als die anderen sein. Nicht so kalt und nicht so blass, nein, Valerie, die wollte Spaß. Kartoffelchips und Schokolade statt Menschenblut, das fand sie fade. Sie wollte auch die Sonne sehen, auch wenn es hieß, das wird nicht gehen. Denn Valerie war Valerie. Und was sie wollte, wollte sie. Sie kaufte ein Solarium und baute ihre Schlafstadt um. Und jeden Tag erstrahlte nun im Sarge das Solarium. Und wirklich wurde das Mädchen braun. Genug, um sich hinauszutrauen. Und seitdem ahlte sich mit Wonne die Valerie auch in der Sonne. Und war der einzige Vampir, der sowas konnte. Glaub es mir. Denn Valerie war Valerie und was sie wollte, schaffte sie.
Na, was sagt der Fledermaus-Experte? Entwarnung, Herr Paschulke. Die Vampir-Fledermäuse sind alle noch in ihrem Käfig. Die haben sich bestimmt verzählt. Ach was, das hier ist eine einheimische Fledermaus. Die Ärmste. Die hat's auch nicht so leicht hier in Bierstadt. Auf den Insekten klebt jede Menge Umweltgift und dann die Umgebung ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Nicht? Die Wälder und die Wiesen sind so aufgeräumt, da findet eine Fledermaus kaum noch Platz zum Wohnen. Na und was ist mit mir? Wo soll ich jetzt schlafen? Also hier bleibe ich nicht. Na meinetwegen. Aber ich brauche jetzt erstmal einen leeren Schuhkarton, Klopapier, den Deckel von einem Marmeladenglas mit ein bisschen Wasser und ein paar Handschuhe, wird auch nicht schaden. Ach, dieses Untier soll jetzt wohl einen gepolsterten Sarg bekommen, für einen gesunden Schlaf. Ja, wenn Sie so wollen, in der Gardine kann es doch nicht eng bleiben. Ne? Was tut man nicht alles, um so ein Ungeheuer wieder loszuwerden? Na, dann geben Sie mal her. Ja, danke schön. Auch Sie haben das alles schon so schön ausgepolstert. Sehr hübsch. So, na dann komm mal her, Kleine. Ja, ja, ganz vorsichtig. Ja, komm zu mir. Och, süß. Da ist sie. So, hinein mit dir. Okay, schön. Jetzt den Deckel drauf. Ja. Na, bitte, schlaf schön. Und jetzt? Na, heute Abend stellen Sie den Karton raus, nehmen den Deckel ab und dann fliegt sie weg. Nee, nee, nee. Nur über meine Leiche. Das machen Sie. Ich ziehe ins Hotel. Denn wenn das kein Blutsauger ist, was wollte das Vieh dann ausgerechnet in meinem Schlafzimmer? Hä? Na, das war eine Verwechslung. Ja? Die Fledermaus hat ihr offenes Fenster für ein Einflugloch gehalten. Die muss hier irgendwo wohnen. In einer Kolonie. Vielleicht, Kolonie? Auf meinem Dachboden? Ganz leise jetzt, Herr Paschulke. Himmel, hier ist ja wohl schon seit 100 Jahren keiner mehr gewesen. Doch, ich gestern. Ich habe doch das Kostüm gesucht. Aha. Wo? Da hinten, in der alten Truhe. Aha. Ein Einflugsloch haben wir schon mal. Das werde ich gleich morgen zumauern. Nee, nee, lassen Sie es. So ein Loch ist für Fledermäuse wie eine offene Tür. Und wenn hinter so einer offenen Tür dann so ein altes Gemäuer ist wie dies hier, wo nie einer hinkommt, dann... Ah, da hängt schon was. Also doch, Blutsauger. Unter meinem Dach. Das scheint eine ganze Familie zu sein. Ja, die Familie von Ihrem kleinen Besucher da unten. Eine ganze Familie? Was wollen die von mir? Von Ihnen wollen die gar nichts, Herr Paschulke. Die lieben ihren Dachboden. Hier können sie in Ruhe rumhängen. Hier haben sie es warm und trocken. Hier sind sie sicher vor Feinden. Hier können sie ihre Jungen großziehen. Das Kleine hier hat noch keinen Pelz und ist meist ein Einzelkind, wie bei allen Fledermäusen. Ja, und hier hängen sie sich zum Schlafen auf. Mit dem Kopf nach unten. Schön geordnet nach Männchen und Weibchen. Und dicht beieinander. Das wärmt. Festhalten müssen sie sich nicht dabei. Die Füßchen krallen sich automatisch fest. Vögel könnten im Schlaf vom Ast fallen. Fledermäuse nicht, weil sie hängen. Schnell noch ein Blick nach den Jungen. Ja, alles in Ordnung. Und ein Schwätzchen vor dem Einschlafen. Das übrigens kann man hören. Das sind nicht die hohen Peiltöne. Und dann ist Körperpflege angesagt. Die Flügel werden eingeölt. Das hier ist wohl eine Teenie-Gruppe. Macht sich hübsch für den Ausgang. Ja, und dann am Abend ist es soweit. Es geht raus zur Jagd. Mit Radartönen natürlich. Hier sieht man mal, wie elegant die Fledermaus fliegt und jagt. Empfindliche Zeitlupenkamera. Also ich würde da überhaupt nichts sehen. Ja, hat ihn.
Und wenn es sein muss, isst man auch mal vom Boden. Gegen Morgen geht's dann wieder zurück in die Kolonie. Das kann auch irgendein altes Gemäuer sein. Ein Gerümpelhaufen. Mit windstillen Winkeln. Oder Mauervorsprünge. Einsame Transformatorenhäuschen. Alte Röhren. Und hohle Bäume. Was? Zu kalt zum Ausfliegen? Und nirgends Insekten? Na, dann ist Zeit für den Winterschlaf. Jetzt schaltet die Fledermaus auf Sparflamme. Dabei sollte man sie nicht stören. Da hängt sie still und starr bis zum Frühling. Und käme nie auf die Idee, den Nachbarn zu beißen. Na ja, Herr Lustig, Sie könnten recht haben. Irgendwie sehen sie ja ganz niedlich aus, diese einheimischen Vampire. Und die fressen wirklich nur Insekten? Nur Insekten, keine Menschen. Auch keinen Käse? Käse? Wie kommen Sie denn da drauf? Naja, ist doch bekannt, dass Mäuse gerne Käse fressen. Also ich hatte da mal in der Küchenschau. Aber Herr Schulke, Mäuse und Fledermäuse sind überhaupt nicht miteinander verwandt. Genauso wenig wie Hunde und Seehunde. Oder Meerschweinchen und Schweine. Na, da bin ich ja beruhigt. Ich werde die Mauerluke offen lassen. Wenn diese Bande wirklich keine Menschen aussaugt und auch keinen Käse klaut, kann sie meinetwegen hier oben bleiben. Eine gute Entscheidung, Herr Nachbar. Die stören ja auch nicht. Lärm machen sie auch nicht. Naja, und außerdem gehören sie ja sozusagen zur Familie. Wie das? Naja, heute Abend Tanz der Vampire. Ach so, das Fest in der Zitadelle. Ja. Ja. Sie brauchen aber noch ein Kostüm, Herr Lustig. Ach so, ja, na, das hat Zeit. So, fertig. Gut, dass der Nachbar die Fledermäuse bei sich wohnen lässt, nicht? Denn Quartiere für die Kleinen, die werden immer knapper. Die Leute bauen sich ihre Dachgeschosse aus, also gibt's immer weniger Dachböden, nicht? Ich habe ja auch keinen hier, aber ich habe das hier, den Fledermauskasten. Kann man sich ganz einfach selber bauen. Das sind eigentlich nur zwei Bretter. Einer vorne, ein Brett hinten und hier oben ein bisschen Dachpappe, damit es trocken bleibt. Hier unten ist ein Loch. Da können die Fledermäuse rein und raus. Ja, und nach oben hin hier wird das Ganze immer schmaler, denn die Fledermäuse haben es gern eng und kuschelig. So, jetzt muss man das Ganze nur aufhängen. Irgendwo an die Fassade oder an den Bauwagen. So. So. Ja, ein bisschen geschützt sollte er sein vor Regen. Und vor denen da. Naja, Katzen lieben Mäuse. Auch Fledermäuse. Aber so hängt er sicher und warm und trocken. Fehlen nur noch die Mieter. Naja. Wird sich schon rumsprechen unter den Fledermäusen heute Abend. Heute Abend, da war doch was. Tanz der Vampire, das Fest auf der Zitadelle. Ich brauch doch noch ein Kostüm. Autsch, Blutsauger. Blutsauger, das können Sie haben. Hier bin ich. Ach, Herr Lustig. Mhm. Was soll denn das? Sie haben ja gar kein richtiges Vampirkostüm an. Ja, besser als gar nichts. Autsch, diese Mücken, ich hasse die Biester. Das sehen aber die Bärstädter Fledermäuse ganz anders. Was glauben Sie, weshalb die jetzt unterwegs sind? Etwa wegen der Mücken? Ja, genau. Jetzt flattern doch die Insekten herum. Und deswegen sind jetzt auch die Fledermäuse auf der Jagd, weil die Konkurrenz schläft doch jetzt, die Singvögel. Autsch, mir reicht's jedenfalls. Lassen Sie uns lieber reingehen, sonst werde ich noch völlig ausgesaugt. Und das als Vampir. Alles nicht geheuer vor, Herr Lustig.
Ach, Herr Nachbar, kommen Sie mal. Hier, sehen Sie mal. Vampirfledermaus des Modus Rotundus. Kann ich Ihnen helfen, meine Herren? Gestatten? Markus Eisenstein vom Beerstädter Fledermausverein. Ach, wir haben telefoniert, nicht wahr? Ja, wir wollten eigentlich zum Fest. Aber sagen Sie mal, sind da drin wirklich diese blutsaugenden Vampir-Fledermäuse? Und sind Sie sicher, dass noch alle drin sind? Ja, ja, wollen Sie sie mal sehen? Ja, gerne. Es gibt drei Arten von Fledermäusen, die sich wirklich von Blut ernähren. Die leben aber normalerweise nicht bei uns, sondern in Mittel- und Südamerika. Sie sind doch nicht besonders groß und furchterregend. Sehen Sie selbst. Ja, tatsächlich. Die sind eher niedlich. Irgendwie sogar kuschelig. Und Rotlicht gibt's hier wohl, damit die Vampire denken, es sei Nacht. Ja, sagen Sie mal, wie füttern Sie denn nun diese Vampire? Schicken Sie die nachts auf Reisen, um unschuldige Bärstädter Bürger auszusaugen? Natürlich nicht. Für unsere Vampire bekommen wir aufbereitetes Rinderblut aus einer Schlachterei. Wir füttern sie aus kleinen Röhrchen. Wollen Sie es mal sehen? Na ja, solange sie uns nicht beißen. So, meine Lieblinge, meine Schätzchen, jetzt gibt's was zu trinken. Komm. Gott, sind die schüchtern. So, kommt her. Ziemlich mühsam, das zu Fuß gehen. Und dann nur so ein bisschen Kuhblut. Eine Mücke würde ja auch nicht sehr viel mehr saugen. Sie sehen, es gibt tatsächlich Vampire. Naja, Vampirchen würde ich eher sagen. Aber sie ist weder übernatürlich noch gefährlich. Markus, ach, hier bist du, beeil dich. In 5 Minuten fängt der Tanz der Vampire an. Ach ja, natürlich. Wie sieht's aus, meine Herren? Wollen Sie uns begleiten? Ja, sicher doch. Deswegen sind wir doch da. Nicht wahr, Herr Pechbrücke? Richtig. Wozu habe ich mich sonst so in Schale geworfen? Sagen Sie, was wissen Sie überhaupt vom Mythos der Vampire? Naja, fast alles. Vampire schlafen tagsüber in Särgen. Und nachts, da fliegen sie aus, um Menschen das Blut auszusaugen. Und sie mögen keine Kreuze und kein Knoblauch. Hm? Ja, im Sonnenlicht verbrennen sie. Naja, und ein Spiegelbild haben sie auch nicht. Ja, das ist doch alles nur erfunden. Hm? Sie meinen, das sind wirklich alles nur Schauermärchen und Legenden? Ja, ja, natürlich. Na bitte. Ich hab's gewusst. Dieses kleine Kuschelwesen soll ein blutsaugender Vampir sein? Nee, ist eine Fledermaus.